Hi, ich bin Nele. Hi, und ich bin Chiara. Wir wollen euch heute wieder die neuesten und aktuellen Kinofilme in unserer Region vorstellen. Ja, und dann fangen wir an mit Jack und Jill. Das ist eine Komödie mit Adam Sandler, Katie Holmes und Al Pacino. Und in der Geschichte geht es halt um Jack Sandelstein und dessen Familie, also seine Frau und seine beiden Kinder. Und dann kommt einmal im Jahr seine Schwester Jill. Die ist genau das Gegenteil von ihm. Sie ist verrückt und laut, schrill, durchgeknallt und alleinstehend. Ja, und er kommt nicht unbedingt immer so gut mit ihr klar, weil sie ganz anders ist als er. Hört sich ganz gut an. Ja, jetzt kommt dann auch der Trailer. In jeder Familie gibt es einen Menschen, der einen wahnsinnig macht. Ich muss Jill vom Flughafen abholen um 4 Uhr morgens. Sie reist am Sonntag schon wieder ab und sie kommt nur einmal im Jahr. Doch es gibt kein Entkommen, wenn es sich dabei um deine Schwester handelt. Na, wie geht's uns? Deine Zwillingsschwester. Kriegst du eine Glatze? Hä? Nein, du wirst fetter und deine Haare haben noch nicht begriffen, dass sie dein Gesicht abdecken sollten. Okay. Von den Produzenten von Meine erfundene Frau und Kindsköpfe. Till und du seid euch total ähnlich. Wir sind uns überhaupt nicht ähnlich, das verspreche ich dir. Sie ist nicht gerade schüchtern. Schieß schon! Und sie reist einfach nicht ab. Das ist eine Liste von Dingen, die ich machen möchte. Strand, Pony reiten. Und los! Oh, ach du liebe Zeit! Schatz, ernsthaft, gib dir doch ein bisschen mehr Mühe. Sie ist deine Schwester. Bitte, schrott mir nicht meinen Pool. Demnächst. Rate mal, wer dich zum Lakerspiel mitnimmt. Endlich mal Zeit für uns zwei Zwillinge. Mit besten Grüßen von Mr. Pacino. Was ist das denn? Das ist der Wahnsinn, Mann. Du musst ihn anrufen. Von Columbia Pictures. Du musst ihn nur treffen. Das ist alles. Los! Wow! Oh je, aber davon haben Sie doch sicher noch mehr, oder? Sollte man meinen, aber seltsamerweise nein. Was sehen Sie in meiner Schwester? Ich sehe eine Frau, die um Anerkennung ringt, sie aber nie bekommt. Einmal Familie, immer Familie. Daddy, kannst du Seil springen? Wir waren Meister im doppelten Holländer. Wow! Adam Sandler ist Jack und Jill. Du und Daddy, habt ihr Zwillingssuperkräfte? Manche Zwillinge fühlen, wenn dem anderen was wehtut. Ein bisschen fester. Nein, Jill, hör auf. Er scherzt nur. Was? Oh! Hast du das gefühlt, Daddy? Ja, da habe ich sogar was gefühlt. Vaterstolz. So, unser zweiter Film, der heißt Die fünf Freunde. Das ist ein Abenteuerfilm. Und in der Geschichte geht es darum, dass die fünf Freunde George, Julian, Dick, Anne und der Hund Timmy das erste Mal zusammen die Ferien verbringen. Und sie schlittern auch gleich in ein Abenteuer, denn sie entdecken beim Ausflug an einem Strand eine Schmugglerhöhle. Und erkennen sie auch, dass der Vater von George, Quentin, das ist ein berühmter Erfinder, dass der in Gefahr ist, denn die Schmuggler wollen von ihm die Formel für die Energiegewinnungsmethode haben und die fünf Freunde wollen jetzt ihm helfen. Schaut mal, wen ich hier habe. Hallo, Onkel Quentin. Nach den beliebten Büchern von Enid Blyton. Sag mal, woran forscht dein Vater eigentlich genau? Ich sag's euch, aber das ist streng geheim. Die berühmtesten Freunde der Welt. Ich seh euch dann oben. Boah, wie cool ist das denn? Lösen Rätsel. Oh, das ist ja der Wahnsinn. Lüften Geheimnisse. Vielleicht finden wir hier einen Schatz. Das Abenteuer kann beginnen. Was ist das? Kommt. Es ist an der Zeit, den Professor klarzumachen. Hoffen wir für ihn mal, dass er kooperiert. Es geht um meinen Vater! Wir brauchen Ihre Hilfe! Ein Notfall! Um Onkel Quentin zu retten, schließen sich 4 Kinder und ein außergewöhnlicher Hund zusammen. Onkel Quentin, wird nichts passieren. Das werden wir verhindern. In einem Wettlauf gegen die Zeit. Ja, was haben wir denn da? Da kommt jemand. Positiv. Areal ist weiträumig abgesperrt. Habe alles vorbereitet, Chef. Habe Blickkontakt. Over and out. Over, Roger. Du weißt wirklich, was du da machst? Vertrau mir. Was? Komm zurück! Kinder. Naja, heute bleiben sie jedenfalls im Haus. Da können sie auch nichts anstellen. Fünf Freunde. Was kommt als nächstes? Fragen wir uns.
So, dann erinnern wir nochmal an das Seniorenkino im Capitol Center Lona am 26. Januar, also in dieser Woche um 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen. Dazu seid ihr herzlich eingeladen. Und das war's auch schon wieder von uns. Tschüss! Servus, ich bin der Peter. Ich habe hier in der Gegend schon über 100 Gipfel bestiegen. Und da bin ich nochmal 50 machen kann, nehme ich Knobi Vital. Knobi Vital ist gut für die Verdauung. Ich trinke gern Knobi Vital, damit ich fit und gesund bleibe. Ich nehme Knobi Vital, weil es mir richtig Energie gibt. Ich bin der Klaus und ich nehme es, weil es einfach schmeckt. Mit Knobi Vital bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital, das Original. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer von Regio TV. Wir sind heute im Vereinslokal des Werder-Ex in Lohne und hier wird heute hoher Besuch erwartet. Herr Dr. Theo Zwanziger, Präsident des DFBs, wird erwartet und wir freuen uns schon darauf. Kommen Sie mit, wir fangen ein paar Impressionen für Sie ein. Ja, jetzt steht neben mir Herr Dr. Theo Zwanziger, Präsident des DFB. Hallo, herzlich willkommen. Ja, hallo. Sie, während Ihrer Amtszeit haben Sie zwei Weltmeisterschaften mitgemacht, mitorganisiert hier in Deutschland. Einmal 2006 die Herren-WM, 2011 die Damen-WM. Welche Weltmeisterschaft war aus Ihrer Sicht die erfolgreichste, die spektakulärste oder die emotionalste? Also das kann man so nicht miteinander vergleichen, weil eine Männer-WM natürlich wieder etwas anderes ist als eine Frauen-WM. Für mich sind das unglaublich glückliche Momente. Ich glaube, es gibt keinen Präsidenten in der ganzen Welt, der die Chance hatte, tatsächlich zwei Weltmeisterschaften, die Großereignisse der FIFA, im eigenen Land auszurichten. Die Männer-WM war natürlich ein Ereignis, das nicht nur in der medialen Wirklichkeit, sondern auch mit diesen unglaublich hohen Zahlen an Fans und Besuchern, Millionen Menschen, die in unserem Land waren, die Public Viewing in Größenordnungen ging, die sich fast siebenstellig ausmachten in Berlin. Und es war ein Ereignis, das neben dem sportlichen Erfolg, auch einer guten deutschen Mannschaft, die man so nicht eingeschätzt hatte, die doch immerhin dann tatsächlich bis zum dritten Platz in Stuttgart kam, eine tolle Atmosphäre, Emotion und Attraktivität hat. Und was ganz wichtig ist, sie hat den Durchbruch geschafft, denke ich, für unser Land, zu mehr Respekt und Anerkennung im Ausland. Das war diese Spur. Bei der WM 2011 hatten wir das alles mit großer Emotion in kleineren Dimensionen, ja, weil der Frauenfußball natürlich auch noch nicht weltweit in diesen Strukturen ist, wie das beim Männerfußball der Fall ist. Aber wir haben international für die Entwicklung des Frauenfußballs über diese WM auch Großartiges geleistet. Ich höre das in der FIFA und überall. Die sagen, Deutschland und jetzt demnächst Kanada, das wird für die Entwicklung der Frauen in der Gesellschaft insgesamt einen großen Schub bringen. Da war es umgekehrt. Wir waren Favoriten und haben es nicht geschafft, in die Spitze zu kommen. Das ist nicht dramatisch. Der Sport zeigt uns immer wieder und der Fußball ganz besonders. Du kannst dich anstrengen, du musst dich anstrengen, du kannst etwas leisten. Aber ob du zum Schluss den Siegespreis bekommst, das hängt von vielen anderen Dingen ab. Mhm. Und Japan, das muss ich offen sagen, dieses gebeutelte Land, hat es dann auch verdient gehabt, Weltmeister zu werden. Ja. Jetzt wollen wir vielleicht noch mal kurz über die Nationalmannschaft der Herren sprechen, die ja momentan auf sehr hohem Niveau spielen. Wie sehen Sie die Chancen für den EM-Titel in diesem Jahr 2012? Ist so, dass es sehr, sehr gute Voraussetzungen gibt, nach 1996 endlich wieder mal den Titel zu holen. Das liegt einfach daran, dass wir heute sehr, sehr gut ausgebildete Spieler haben, in der Spitze, auch in einer großen Breite. Dass wir nicht nur auf einen Spieler angewiesen sind, der, wenn er fehlt, alles zusammenbrechen lässt. Nein, diese Mannschaft ist toll ausgebildet, sehr junge, sehr begeisterungsfähige Spieler, einen großartigen Trainer. Die Voraussetzungen sind da. Aber die anderen 15 Mannschaften, die zur WM nach Polen und zur EM nach Polen und die Ukraine kommen, können auch Fußball spielen. Und man muss von daher auch respektvoll mit den Chancen der anderen umgehen. Fußball ist nichts, was an Mathematik erinnert, was du planen kannst. 3 und 3 ist 6. Im Fußball kann es auch mal 5 sein. Und deshalb bleibt das abzuwarten. Aber wir werden bestens vorbereitet sein. Wir haben eine gute Chance. Ich denke, dass wir zum ersten Mal eigentlich nach 96 wieder eine echte Titelchance haben. Sind wir mal gespannt. Jetzt vielleicht noch mal kurz zu Ihrem persönlichen Steckenpferd, der Mädchen- und Damenfußball. Warum engagieren Sie sich da so ganz besonders?
Wenn man bei einem Interview eine so nette, sympathische Dame neben sich hat wie Sie, dann kann man doch nur sich für Frauenfußball engagieren. Nein, weil ich glaube, meine ganze Arbeit im Fußball ist ein Stück geprägt. Nicht nur das, was schon stark ist, nämlich den Männerfußball auf diesem Niveau zu halten, sondern auch an die Situationen zu denken, die man unter Minderheitsbegriffen sehen kann. Dass Frauen auch Fußball spielen können und wir die Chancen ihnen vermitteln müssen, dass sie es auch tatsächlich umsetzen können. Das ist eine gesellschaftliche Entwicklung gewesen, die mit dem Männerfußball nicht vergleichbar ist. Die Frauen sind eben erst später auf diesen wunderbaren Sport gekommen. Und von daher ist es wichtig, dass man sieht, dass sie, wenn sie gut ausgebildet sind, das genauso gut können wie die Männer. Natürlich nicht in dem Vergleich, wie das auch bei anderen Sportarten der Fall ist. Also die Magdalena Neuner, die eine großartige Biathletin ist, wird gegen den Mann im Zweifel auch nicht gewinnen, der etwas schneller laufen kann. Und so ist das auch im Frauenfußball. Man darf das nicht vergleichen, aber, und das ist unsere Aufgabe, diesen Sport, der ja hohe soziale Elemente in sich bietet, natürlich auch den Mädchen zugänglich zu machen, wenn sie es denn wollen. Es wird niemand gezwungen, Fußball zu spielen, aber wir entdecken immer mehr, dass eben viele Mädchen das auch gerne wollen, weil sie diesen Teamsport lieben, weil sie die Ausbildung lieben und weil sie auf diese Art und Weise auch im Team etwas lernen, was du bei Individualsportarten oder auch bei anderen kulturellen Begabungen und Fähigkeiten so nicht lernst. Also Chancen zu vermitteln, das ist unsere Aufgabe, Strukturen damit zu verändern. Und ich denke, das haben wir ganz gut hingebracht. Und wir sind stolz auf unsere Frauennationalmannschaft, aber auch die vielen Mädchen, die inzwischen gerne Fußball spielen. Jetzt vielleicht noch abschließend, was planen Sie für die Zukunft nach Ihrer Amtszeit als DFB-Präsident? Ich werde mich zunächst einmal meinen 4 Enkelkindern etwas mehr widmen, als ich das bisher konnte. Paula ist die Älteste mit 11 Jahren und die will ihren Opa auch ab und zu mal auf dem Sportplatz sehen oder auch bei Musik machen und was sie sonst alles so unternimmt. Und die Jungs, die danach kommen, sehen das ganz ähnlich. Dann bin ich in der FIFA, ich bin in der UEFA noch. Ich werde diese Amtszeit natürlich in jedem Fall auch zu Ende bringen für den deutschen Fußball. Hoch anstrengende Arbeit. Das will ich nur dazu sagen, weil gerade bei der FIFA im Moment ein hoher Arbeitsbedarf ist, auch zukunftsorientiert. Dann bin ich Vorsitzender der DFB-Kulturstiftung, das bleibe ich auch, und will dort versuchen, den kulturellen Ansatz unseres Sports noch deutlicher zu machen. Wir haben eine Schriftsteller-Nationalmannschaft, das weiß man alles gar nicht so. Also es spielen auch sehr, sehr intelligente Menschen, Literaten und Musiker und wer auch sonst alles heute Fußball. Und darauf sind wir stolz, weil wir damit zeigen, dass dieser Fußball in der ganzen Gesellschaft eben angekommen ist und sich nicht nur auf ganz bestimmte Gruppen fokussiert. Das werde ich machen. Dann habe ich noch eine eigene kleine Stiftung, die ich selbst gegründet habe, privat. Und dort versuche ich mit meinen Mitteln, allerdings nur in einem begrenzten Bereich, das ist der Fußballverband Rheinland, aus dem ich komme. Und da will ich ein bisschen was zurückgeben von all dem, was man mir dort an Möglichkeiten eröffnet hat. Denn ohne viele, viele Menschen, die mir geholfen haben auf diesem Weg, viele ehrenamtliche Menschen, gerade Menschen aus den kleinen Vereinen, hätte ich hier ein so tolles Amt gar nicht ausüben können. Herr Zwanziger, ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und ich wünsche Ihnen hier im Oldenburg am Münsterland einen schönen Tag. Danke Ihnen auch. Danke. Alles Gute auch. Danke. Eine ausführliche Berichterstattung über den Besuch von Dr. Theo Zwanziger sehen Sie ab Montag hier auf Regio TV. Ich glaube, heute bleibt die Küche kalt. Ach Schatz, dann gehen wir einfach essen. Ich bezahle und du suchst das Restaurant aus. Jetzt hatten wir dank des Gutscheinbuchs doch noch einen schönen Abend mit leckerem Essen. Dieses Gutscheinbuch kann ich jedem nur empfehlen und das gibt's fast überall in Deutschland. Bestimmt auch in Ihrer Stadt. Machen Sie es wie wir und zahlen Sie oft nur die Hälfte. Zweimal essen, einmal zahlen und vieles mehr. Jetzt im Handel oder unter gutscheinbuch.de. Vor langen, langen Zeiten regierte, mild und weise, ein junges Königspaar, ein großes Königreich. Die Untertanen, das Volk, sie liebten und verehrten besonders die liebreizende Königin, die sich oft unter das Volk mischte, ein offenes Ohr hatte für die Nöte, für die Sorgen der Menschen und sich auch nicht scheute, Kranke selbst zu pflegen,
Es gab damals keine Krankenhäuser, keine Ärzte, kein Penicillin. Als dem Königspaar ein gesundes Söhnlein geboren wurde, so war dies ein Himmelsgeschenk für alle Bewohner des Königreiches. Ja, zum heimlichen Kummer des Königspaares gesellten sich allerdings keine weiteren kleineren Prinzen und Prinzessinnen dazu. Doch der kleine Thronfolger, der wuchs prächtig heran bis zu einem Jüngling. Und er eroberte nicht nur die Herzen der Untertanen im Sturm, sondern er versuchte durch weitere Eroberungen, eigene Erkundungen in den dunklen Schlossgewölben und auf finsteren Waldpfaden anzustellen. Das gefiel natürlich den Ministern nicht. Der Prinz soll sich früh in Ritterspielen üben, aber auch ein Handwerk erlernen. So lautete der Rat des besorgten Hofstaates. Zu allem gewillt, einverstanden, wollte sich der Königssohn im Schmiedehandwerk verdingen. Er wollte Schmied werden. Das entsprach auch dem Wunsch der königlichen Eltern. Er erlernte es sehr rasch und mit viel Geschick in der Gluthitze des Schmiedefeuers. Den ganzen Tag mit berußtem Gesicht Hammer und Amboss zu schwingen, Pferdehufe zu beschlagen und Gerätschaften für die Hof- und für die Feldarbeit zu fertigen. Der Schmiedemeisterlehrherr, der seine helle Freude an dem gelehrigen Zögling, an dem Königsjüngling hatte, wies diesen nun auch in die hohe Kunst des Waffenschmiedens ein. Eine wundersame Reise in die rätselhafte Zauberwelt des Märchenlandes mit Edith Maria Soremba. Edith Maria Soremba wurde im Sudetengau in der landschaftlich so schön gelegenen Kurbadestadt Teplitz-Schönau geboren. Ihre Liebe zur Natur, zu Mensch und Tier, ihr starkes Gottvertrauen wird in allen ihren Veröffentlichungen deutlich. Die Mutter von 6 Kindern, Lehrerin im Ruhestand, qualifizierte Lern- und Legasthenietherapeutin, kämpft seit etwa 1972 für die berechtigten Belange der von Legasthenie Betroffenen. Für diesen besonderen Einsatz ist sie weit über die Grenzen unseres Landes hinaus bekannt, geachtet, geehrt und mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. In diese Märchen bringt sich die nun 81-jährige, geistig rege, körperlich fit, weiterhin lebensbejahend und lebensbedankend selbst mit ein. Sie will dem Leser bzw. Zuhörer, ob groß oder klein, Unterscheidung zwischen Gut und Böse, Vorstellungen von Normen und Werten, von Lebensglück und Lebensleid im Märchen nahebringen. Frau Soremba, Ihr nächster Arbeitstitel lautet Sollen, Wollen, Können kleine Kinder lesen lernen und bezieht sich auf Ihre Qualifikation als Lern- und Legasthenietherapeutin. Was hat Sie angetrieben, ein Märchenbuch zu schreiben? Die kommen die Märchen, wenn Sie wollen, die stecken schon seit 80 Jahren in mir. Und immer wieder mal war schon der Gedanke, du musst Märchen aufschreiben. Nun habe ich diese Märchen natürlich zuerst meinen Kindern erzählt, meinen Enkelkindern und in der Schule und gemerkt, wie gespannt die Kinder diesen Märchen folgen konnten. Und dann kam in mir der Gedanke, du musst sie ja überliefern, du musst sie ja weitergeben. Das sind ja Geschenke deiner Mutter. Die können nicht einfach so untergehen. Und dann habe ich im vorigen Jahr Weihnachten meinen Kindern Märchenleseproben geschenkt. Schon mit diesen Illustrationen, aber nur kleine Stückchen, ein bisschen anlesen lassen. Wenn es spannend wurde, Punkte, wieder weitergelesen und gesagt, im nächsten Jahr bekommt ihr die Märchen vollständig fertig. Und dann hörte Herr Dr. Koch und Herr Potterfohn, dass ich Märchen nur für meine Kinder schreiben wollte. Und dann sagten beide entrüstet, das geht nicht. So ein Kulturgut, Frau Soremba, kann nicht nur für Ihre Familie da sein. Geben Sie bitte die Märchen mit diesen Botschaften weiter. Ja, dann habe ich mich entschlossen,
die Entstehungsgeschichte des Märchenbuches kennen Sie allmählich. Und ich denke, was dabei herausgekommen ist, ist ein wunderschönes Märchenbuch. Und die Märchen selbst, Grundgedanken meiner Mutter, mit meiner eigenen Fantasie natürlich noch weiter ausgemalt, mit schönen Illustrationen von einer jungen Künstlerin, Marion Krause aus Holdorf, alles zusammen. Ich wollte den Menschen Freude bereiten. Freude bereiten. Und was ich vielleicht nicht in einem Vortrag sagen kann, man würde sagen, ich bin ein Moralapostel, das kann ich aber mit diesen Märchen ausdrücken. Die Liebe überwindet das Böse.